Grüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Bewerbungen für mein Minecraft-Projekt Stadtleben. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen auch direkt los, nicht, dass das Video zu lang wird. Also, ihr müsst mindestens 12 Jahre alt sein, müsst die Minecraft Bedrock Edition besitzen, da ist dabei die Xbox One Edition, die Windows 10 Edition, die Pocket Edition, die Handy-Version also, und die Nintendo Switch Edition, die und dann noch die PS4 Edition, wenn man sich da bei Xbox Live melden kann. Und deshalb kommen wir auch gleich schon zum nächsten Thema. Ihr müsst bei Minecraft mit Xbox Live angemeldet sein, damit ich euch zum Realm einladen kann. Noch dazu zählt, dass ihr flexibel sein müsst. Mit flexibel meine ich jetzt nicht, dass ihr, wenn ich jetzt 5 Minuten vorher sage, kommt jetzt, wir brauchen eine Aufnahme, sondern wenn ich gerade drauf komme, dass ich da nicht Zeit habe und dann sage, können wir das um einen Tag verschieben. Wenn ihr da jetzt nicht Zeit habt, ist es nicht schlimm. Also ihr müsst jetzt nicht alles umplanen. Nur, dass ihr zumindest schnell Ding und immer, halt jeden Tag mal kurz drauf schaut, dass ihr, ob ihr jetzt wisst, wie das Ganze so ist mit den Aufnahmen. Ja, da muss ich mir aber übrigens noch einen Tag überlegen für den Ding. Dann braucht ihr ein gutes Mikrofon. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so besonders, aber ich werde das jetzt noch besser einstellen, damit ihr mich auch gescheit hört. Und ja, was noch eigentlich so eine Information ist, ihr müsst nichts bezahlen für diesen Realm. Das ist mein Projekt, das sind meine Aufnahmen und ihr müsst nichts dafür zahlen, das zahle ich alles und das passt schon. Aber wie das Ganze jetzt dann mit den Bewerbungen aussieht, das schauen wir uns gleich an. So, dann wären wir einmal da. Ich bin jetzt gerade auf meinem Kanal. Ich habe jetzt den Link schon in alle staatlichen Videos gerade eben mal reingemacht. Wir klicken mal auf die Folge 2 vom 17.06.2020. Da ist jetzt hier der Link, der ist jetzt immer unter der hier. Und hier könnt ihr euch bewerben. Dann ruft ihr diesen Link ab. Ich muss jetzt noch kurz mal was schließen. Damit kommt ihr hierher. Bewerbung für Minecraft Stadtleben. Das ist übrigens ein Google-Formular. Das ist jetzt nicht irgendwie was mit Google. Ihr gebt jetzt mal eure E-Mail-Adresse ein. In dem Fall hier. Ja, das ist meiner. Das so. Und jetzt hier. Also ihr braucht diese E-Mail-Adresse, bitte die zweimal angeben. Ich wollte das nicht irgendwie ändern und so, weil es ist hier, dass sich das merkt und egal. Macht einfach zweimal eure E-Mail-Adressen hin und dann einfach den Vor- und Nachnamen. Das ist wichtig, dass ich dann weiß, wie das Ganze aussieht. Hier steht dann, für welche Stellen interessieren Sie sich. Sagen wir jetzt mal, das brauche ich alles noch. Und wenn ihr Sonstiges anlegt, nur anlegen, wenn du selber Ideen für einen Job hast. Also wenn du jetzt denkst, ich weiß einen guten, zum Beispiel, weiß auch nicht, Lebensmittelverkäufer, ich nehme den Laden und das ist mein Job, gerne, dann gebt ihr hier Lebenslauf, Punkte, Punkte, Punkte an. Das ist egal. Und dann drückt ihr hier unten auf Senden. So, thank you for your interest. Someone will be contacting you shortly. So, das seht ihr dann nimmer. Meine Antworten sehen, das sehe jetzt nur ich. Ja, wenn wir das mal so machen, dann gehen wir hier. Da habe ich das Dokument gespeichert. Ihr müsst das übrigens jetzt nicht machen. Das ist nur, dass ihr seht, welche Daten ich da jetzt speichere. So, jetzt sehen wir hier Antworten 2. Ich habe das vorher mal getestet. So, wir sehen hier, wer hat geantwortet. Der Typ und der Typ. Dann Name. Das war hier Ding für 2. Das waren bis jetzt 2 Antworten.
So, E-Mail-Adressen werden so gespeichert, die nutze ich bitte jetzt nicht für Werbung oder irgend sowas, nur für diese Bewerbungen. Hier sehe ich, der hat jetzt Sonstiges angeklickt und weiß auch, was er möchte. Da habe ich Ding und da sehen wir hier unsere Antworten. Mehr verwende ich hier bitte nicht. Und dann habe ich euch auch eure E-Mail-Adressen, da werde ich regelmäßig reinschauen. Eigentlich am Wochenende dann immer, aber das passt dann schon und ihr kriegt dann spätestens nach einem Monat, wirklich spätestens, da muss schon viel fehlen, dass ihr so lange warten müsst. Dann bekommt ihr eine E-Mail und das zeige ich euch jetzt dann gleich. So, ich habe mir jetzt gerade mal kurz selbst diese E-Mail geschrieben, dass ihr ungefähr mal eine Vorstellung habt, wie das ungefähr ausschaut. Es wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern von der Länge und so, wie das Ding, das habe ich euch jetzt nur grob hingeschrieben, dass ihr wisst, ich verwende das wirklich nicht. Für andere sagen lieber Herr Schnupste, Bubste, Ding, da tue ich dann den Beruf einfügen, dann sollt ihr mir dann schreiben, das bleibt sicher noch so, wie ihr das machen wollt, wo ihr das machen wollt, was vielleicht arbeitet ihr sogar in diesem Beruf und möchtet mit diesem Projekt teilen. Ihr wolltet immer schon bei diesem Projekt mitmachen, was weiß ich. Und dann schickt ihr mir das wieder, drückt einfach dann Antworten und schreibt das dann hier zurück. Ja. Sonst war es das dann eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anregen, mitzuspielen hier bei meinem Projekt. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf meinem Kanal. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns in einer E-Mail. Leute, das war's mit dem Video. Tschüss!